Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 von Minecraft Notnagel oder wie es auch immer heißen soll. Gut, sind wir wieder drin im Spiel. Ja, wir haben eine kleine Änderung drin. Wir haben die Version. 1.8.1. Das heißt, irgendwie war das mit den Türen anders oder sowas. Ja, Die jetzt sind meine zum Türen nicht mehr Beispiel. verbuggt. Allerdings sehe ich jetzt bei mir komischerweise durch das. Wie heißt das Pack? Sag schon, weiß ich gar nicht mehr. Sehe ich jetzt nicht, was anders ist. Musst du schon die Schleuse zumachen. Ja, okay. Also es müssten jetzt irgendwo auch Häschen rumhoppeln eigentlich. Allerdings Es durch könnte aber das. sein, dass das noch eine alte Welt ist, dass es dann doch nicht so ist, dass sie nicht Ja, das gespawnt sieht wohl werden. so aus, genau. Das könnte sein. Das sieht ganz danach aus. Okay. Aber wir müssen euch enttäuschen, denn ihr habt es ja bestimmt schon mitgekriegt, dass eben halt eine Folge ausgesetzt hat. Und doch, hier ist Nase. Dann hat's doch geklappt. Ja, wir hatten so ein kleines technisches Problem sozusagen. Genau, der Server lief nicht. Und jetzt läuft er wieder, aber es ist kein Bucket-Server, weil bei mir funktionieren die Bucket-Server nicht. Warum auch immer. Das Und heißt, deswegen ist jetzt ein Vanilla-Server und hier, wie man sieht. fällt der Baum nicht mehr runter. Genau. Gucken, ob wir es wieder irgendwann hinkriegen. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. So, aber das Entscheidende, was jetzt ist, ich brauche was zu essen. Da wackelt's ganz viel. Schwein gibt doch bestimmt Dingens, ne? Ja, Schnitzel, gibt's. oder? Da hab ich's, glaub schon. Sammelt er nicht auf, super. Kein Platz mehr. Ja, komm, schmeißen wir das Ei Habe ich erstmal aber noch weg. Hähnchen in der Trenner im Ofen gehabt. Na, ich habe jetzt aber auch schon zwei Scheiben Fleisch erstmal. Warte, da war noch ein Schwein, ne? Das muss auch noch dran glauben, leider. Okay, ich glaube, ich hab's Fleisch gekriegt. War da diesmal nur eine Scheibe drin? Das Sieht kommt, wohl so glaube ich, aus. unterschiedlich. Okay, letztes Mal hatte ich wohl Glück gehabt. Gut, dann muss ich zum Ofen, oder? Wie war das? Ich bin gerade am Überlegen, wir wollten eine automatische Hühnerfarm bauen. Zumindest hat das Michael was, glaube ich, vorgeschlagen. Oh, hier läuft Gold drin, ne? Jetzt kriege ich das wahrscheinlich nicht hin. Ich kann das so austauschen, aber ich kann jetzt was nicht an der Seite legen. Muss ich so Aber erst wegschmeißen. mit dieser automatischen Hühnerfarm, ich habe mir leider noch kein Video dazu angeguckt. Und so habe ich auch keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, du auch nicht. Nicht wirklich. Und hier steht direkt eine Kuh vor unserer Tür. Als wenn Aha. die gleich rein wollte, ja, dann. Schiebst du sie gleich rein, oder? Du hast dein Schicksal selbst ausgesucht. Ja, ab heute gefangen. Ab heute ist Steak. Ab heute Steak. Gut, Fleisch ist gleich durch. Dann kann ich wieder das schöne Gold da rein tun. War klar, dass er mir jetzt natürlich das Gold wieder aufgenommen hat. So, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal was zu essen und das werde ich jetzt erstmal wundervoll genießen, glaube. So, jetzt kann es auch wieder mit den Und zack, Herzen ist es plus im werden. Stall. Schön. So schnell geht das auch ohne Weizen. So. Jetzt muss ich hier mal gucken, dass ich irgendwas loswerde. Der kann dahin. Ja, Erz kann ich dann nachher in den Ofen tun, glaub, ne? Redstone habe ich 16 Mal. Wow. Ich habe 64 mal Redstone. Ah, wenn ich jetzt wüsste, was da noch alles irgendwo ist. Das ist alles so doppelt und so. Das ist schon mal da. Knochen. Sind die auch noch irgendwo? Nein. Noch mehr Eisen. Wow. Da ist richtig Eisen. Gammelfleisch ist auch noch da. Eimer habe ich da. Steinspitzhacke. Können wir erstmal so lassen, glaub, oder? Nee, das war was anderes. Das kann auch hier rein. Oh, hier Ah. ist ein Skelett gestorben. Hier sind Pfeile und So Knochen. viel Holz. Braucht gar nicht so viel Holz, glaube ich. Ja? Vielleicht soll man noch eine Truhe bauen, das wäre vielleicht sinnig. Kannst ja mal einen Anschlag nehmen. Genau. Hier war das einmal außenrum, ne, oder? Ein Monat aus Vierecken. Ich laufe die ganze Zeit durch die Welt und weiß nicht, was ich machen soll. So, ich habe zwei gemacht.
jetzt haben wir da doppelt. Erstmal ein bisschen Ballast abwerfen. Vielleicht nicht alle Steine weg. Und das Gold tue ich da auch rein. Hallo, Herr Creepermann. Holz da rein. Stöcke da rein, die sind auch reichlich da. Kohle noch da rein, ne, oder? Na, ein bisschen Kohle behalte ich. Und das Schwarzpulver. Kann das sein, dass es schon wieder dunkel wird? Könnte sein. So, Pfeile haben wir. Soll erstmal gut sein. Ach so, da ist das Schlafzimmer, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Sieht so aus. Haben wir gleich die Möglichkeit. So, jetzt passiert was. Ja, Hühnerfarm war von gesprochen worden. Automatische Hühnerfarm, ne? Genau. Da müssen wir nur noch wissen, wie es geht. Gut, ja, genau. Da müssen wir... Entweder uns schreibt das einer, wie das geht, oder wir müssen es recherchieren. Das wäre natürlich die zweite Möglichkeit, klar. Denk mal, Videos gucken sind am, ist am einfachsten. Ist am weit einfachsten. Weil da kann man ein Bild... Kann man einfach... Ein Bild gucken, wie das geht. Ja. So. Stellt sich die Frage, was machen wir als nächstes? Kühe haben wir genug. Achso, Gitter, Zäune sind so ein bisschen doof, auch sehe ich, ne? Das sollte man vielleicht noch ein bisschen besser hier gestalten. Vielleicht. Ich könnte hier erstmal Weizen ernten, glaube, ne? Vielleicht könnte man ja auch eine automatische Weizenfarm machen. Könnte man auch, ne? Bestimmt. Da weiß ich, glaube ich, sogar, wie das geht. Gut, okay. Seit wann hatten die Kuh auch ein Tor? So, dann muss ich nur ins Wasser steigen, um die letzten da rauszuholen. Haben wir. So, Samen können wieder eingepflanzt werden. So, mal gucken. Haben wir gar kein Eisen mehr? Ich weiß nicht. Was irgendwie noch fehlt, ist im Inventar die Suchfunktion, finde ich. Ja, so, das wächst alles wieder. Ich kann jetzt mal gerade gucken, dass wir hier noch eine Kiste basteln vielleicht, wa? Holz haben wir doch genug. Und, aha. Na komm, ich mach mal mehrere Kisten, ne? Ich kann ja noch ein paar Fenster an das Haus bauen. Ich glaube, ich stelle mal eine noch da draußen hin, um die Ecke. Und da kommt das ganze Zeug für Anpflanzen rein, oder? Kannst machen. So, jetzt kommen hier noch ein paar Scheiben rein. 1, 2, 3, 4. Haben wir eine Hacke noch irgendwo? Ja, da, die kann da auch dann hin. So, und dann 3 Weizen, 1 Brot, oder wie war das? Ja. Im Ofen oder in der Werkbank? In der Werkbank. Dann müssen wir da gerade mal rein und dann gucken, dass wir da ein bisschen Brot machen. Schade, habe ich nur noch 2, das geht dann nicht mehr. So. Sollen wir hier vielleicht eine ganze Glasfront machen? Könnte man die unterste Reihe wegmachen, meinst du, oder was? Ja, weil sonst sieht das irgendwie hässlich aus im Vergleich. Ja, kannst ja machen. Ach, hier draußen steht noch eine Kiste. Ja, die habe ich da draußen hingestellt für das Getreide, die Samen, sag schon. Die können wir auch anders, wenn dann hinstellen. War jetzt nur so eine Idee von mir. Wenn hier draußen ich glaube, da wächst. Muss man hier Glasblöcke reinmachen. Wie viele habe ich noch? 9, das reicht nicht. Wieso geht Scheiben nicht, oder was? Das sieht doof aus. Oder du machst unten in der Erde noch eine Reihe Holz rein. Dann geht's doch, glaube ich, wieder, oder? Das sieht doof aus. Sicher? Man kann ja keine halben Holzdinger bauen. Also nee, so, unten in der Erde einen ganzen Block reinsetzen. Hast du Holz da? Ich habe was dabei, wenn? Ich habe genug. Ha. Und jetzt da Dingens rein, mach mal. Also ich finde, das sieht nicht so toll aus. Och, ich finde das nicht schlimm. Vielleicht sieht es noch besser aus, wenn man hier weiter eine Terrasse hinmacht, sozusagen. Deswegen war ich gerade am überlegen, die mittleren 2 hier einfach rauszukloppen. Weißt du was, ich habe noch über einen Stack.
Okay, das so. Können wir dann nachher gucken, ob es schöner werden kann, aber so, ist verstehst du? Ist das so gut? Du? Und das ist ein Eingang jetzt, oder was? So ungefähr, so als Terrasse. Mhm. Man könnte ja, kann man hier, wie viel, was ist in der Kiste drin? Das kann man hier nur das Getreide am Ende. Dann müssen wir hier das hier aber wegbauen, das... Das Getreide fällt. Genau, das müssen wir dann umbauen. Das können wir umbauen, genau. Weißt du, dann kann man hier so eine... so einen kleinen Übergang machen. Oh, jetzt läuft das Wasser hier rein. Bin ich ein Held. Gott, da ist es wieder weg. Aber sicher, dass wir so einen Stein nehmen wollen? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir die nicht dann nachher schicker machen. Können wir ja noch machen. Ist das jetzt eine Tür? Nee, ne? Sieht fast so aus. Oh, die Sonne geht unter. Aber ich bin dafür, dass wir da... Was? Glasblöcke sind besser. Okay, dann. Weil da kann man eine Tür reinsetzen, das sieht vernünftig aus. Okay. Haben wir hier noch eine Tür? Nein, warte, mache ich gerade mal eine. Ja, die Hütte sind natürlich 2, 4, 6 Steine, ach, ne? Das wäre Tür, das ist ja wär schöner, wenn wir. Wir müssen das noch ein bisschen umbauen, glaube ich. Es wäre schöner, wenn die Sache schon. Man kriegt jetzt 3 Türen aus einmal. Warte mal, setz mal die Tür, wenn mittig da rein. Mittig jetzt, ja, mittig ist gut. Setz mal die Tür gegenüber der da hinten hier auch rein und wir bauen das Haus dann notfalls eins weiter breiter, dass es symmetrisch ist. Dann sieht's besser aus, oder? Was meinst du? Ja. Aber. Ja. Glaslöcke rein. Okay. Ohne Wenn und Aber. Das schöne Glas. Das schöne Glas. Wir haben ja wie Sand, wie Stein am Meer, oder wie war das? Ja, bitteschön, hast genug Glas. Ja, ich brauche jetzt kein Glas. Ich habe noch einen ganzen Stack. So. Das heißt. Das hier muss weg, ne? Und das muss auch noch weg, da unten. Da kommt einer hin. Hier braucht erstmal keiner hin. Den könnte man vielleicht aber später nochmal auswechseln. Ja. Jetzt müsste ich mich da oben irgendwie hinstellen, dass ich den obersten setzen kann, ne? Aber das können wir auch so machen. So, jetzt wäre dann das mit der Glasfront, die du machen kannst, oder? Jetzt kloppen wir natürlich hier noch die Fensterfront auch noch kaputt auf der anderen Seite dann, aber egal. Oder? Jetzt ist nur die Frage, wie macht man die Tür, dass es gut aussieht? Irgendwie soll es von innen gut aussehen oder von außen? Also entweder so? Ich glaube... Warte mal, ich gucke mir das nochmal an. Ich glaube so, wie die andere Tür ist, dass sie innen ist. In diesem Raum. Ja, genau so. Ja, gut, mach mal. Ich glaube, so sieht's bestens aus. Geht da mal, bevor die Zombies kommen, noch mal ein bisschen Sand. Na super, das hat ja wieder geklappt. Ja. Jetzt sieht das schon besser aus. Ich hätte gerne da noch ein Ding ins Stein hingehabt. Geht das so? Nee. Jetzt passt's. So. Gut, dann müssen wir die ganze Front dann noch erneuern. Ja, aber ich würde mal sagen, wir gehen ins Bett. Oder? Ja. Und schlafen erstmal eine Runde. Und dann haben wir wieder einen frischen Tag. Und ich würde dann aber auch sagen, sollte es, wo bin ich denn jetzt hier, für die Folge auch wieder reichen. Ne? Wir würden uns auch freuen, wenn das nächste Mal wieder mit dabei wärt. Seid. Genau. Oh, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.